This is Master Fly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs, only 7 euros. I mean, it's 8 songs, only 7 euros. That means you give one free. We all like free, right? Cause we like freedom. Flying with the birds, flying high, but I can't even break myself down to the whole sky. Back again, feeling like I'm really dry. Oh shit, maybe I should get something in my lips. No chapstick, so I guess I'm stuck. Oh shit, I did bring some. I did bring some, man. I did bring some, man. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mis sonidos, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa cicatera, un destrapero del traidor de los aplausos, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un vino hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρισκόμαστε εδώ πέρα έξω από την καγκελαρία να υποδεχτούμε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την πολύ κρίσιμη συνάντηση που θα έχουν με την καγκελάριο Μέρκελ. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενη που έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Κάποιοι Έλληνες αλλά και άλλος κόσμος από όλες τις χώρες και αρκετοί πάρα πολλοί Γερμανοί όπως και εσύ, Κλάους. Και αυτό με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξη για να πιστεύω σε κάποιες καλύτερες ημέρες και μια γενικότερη συνεννόηση ανάμεσα στους δύο λαούς αλλά και γενικότερα εντός της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Thanks. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que puro, hermano de la vida, si no creyeran que me escuchan, si no creyeran lo que duela, si no creyeran. Germany loves Greece. Germany loves Greece. Greece loves Germany. Greece loves Germany. Greece loves Germany. Nice, good. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera
Vamos afuera, la masa sin cartera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores resplandores. Que lucecitas montadas. Ο Τσίπρας, ο πρωθυπουργός μας, πρέπει να προστατεύσει τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός φοβάται τα χρήματα της Ευρώπης. Δεν τα θέλει. Να είναι ψυχρέμοι και να μην φοβάται απειλές. Όλα λύνονται με την υπομονή και την επιμονή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να τους δώσουμε δύναμη. Επιμονή και επιμονή. Ja, hallo, ich finde es toll, dass so viele hierher gekommen sind. In den Medien ist heute den ganzen Tag die Rede von einem Showdown im Bundeskanzleramt. Ich aber meine, das Ringen um die Zukunft Europas darf man nicht inszenieren wie einen Boxwettkampf, wo es notwendigerweise immer einen Verlierer geben muss. Wir wollen nicht, dass Europa K.O. geht. Wir erleben auch, dass es eine Inszenierung gibt. Das Ringen um die Zukunft Europas wird uns hier verkauft als ein Konflikt zwischen unterschiedlichen Nationen. Da heißt es immer, die deutschen Steuerzahler und die Griechen. Wir aber wissen, es geht um einen anderen Konflikt, weil die Hilfsgelder sind zu 90% an die Banken geflossen. Und die deutsche Bundesregierung hat mit ihrer Verhandlungsmacht innerhalb der Troika stark darauf gedrängt, dass alle Gelder, die geflossen sind, gebunden waren an Auflagen. Auflagen, die nicht etwa die Banken zur Kasse gebeten haben, nicht etwa die Millionäre zur Kasse gebeten haben, sondern sie haben dafür gesorgt, dass Krankenschwestern erwerbslos werden, sie haben dafür gesorgt, dass Putzfrauen rausgeschmissen werden und sie haben infolgedessen dafür gesorgt, dass Rentnerinnen immer ärmer werden und dass wir ein zunehmendes Maß an Kinderarmut in Griechenland haben. Und zu dieser Form von Europapolitik sagen wir hier laut und deutlich Nein! Nun gibt es eine heftige Debatte, wer ist denn schuld an der Situation in Griechenland? Und in der Tat kann man kritisch über das reden, was vorangegangene griechische Regierungen gemacht haben, wie man generell kritisch das Verhalten von Regierungen sich anschauen kann. Eins lassen wir aber nicht zu, dass alles, was bisher schiefgelaufen ist in Griechenland, alles, was die Troika angerichtet hat mit ihrer verfehlten Austeritätsideologie, dass das jetzt der neuen griechischen Regierung in die Schuhe geschoben wird. Kleine Linksregierung alleine kann in Europa noch nicht die Austerität beenden, aber sie hat eine Öffnung erkämpft. Bei vielen Menschen ist überhaupt erst vorstellbar geworden, dass es anders möglich ist, dass man nicht einfach fressen muss, was die Troika einen aufdrückt. Und das ist ein wichtiger Anfang und da müssen wir solidarisch sein. Und hier sagen wir ganz klar, Griechenland kann nur der Anfang sein, es muss weitergehen in anderen Ländern. Und wenn nun immer wieder die deutschen Steuerzahlenden bemüht werden. Und damit wird ja ganz klar Stimmung geschaffen. Stimmung für einen Grexit. Sagen wir, wir denken nicht in diesen Dimensionen. Völker gegen Völker, Bevölkerung gegen Bevölkerung. Aber wenn ihr schon in diesen Kategorien denkt, dann sagen wir ganz klar, ein Grexit wäre auch für die deutschen Steuerzahlenden die teuerste Variante. Sie würde 84 Milliarden Euro fordern. Und wer hier leichtfertig die Stimmung gegen Griechenland anheizt, weil er auf einen Grexit hinarbeitet, der wird am Ende die Verantwortung dafür tragen, wenn so viele Milliarden zukommen auf deutsche Steuerzahlenden. Wir sagen, im Interesse der Krankenschwester in Athen, wie im Interesse der Steuerzahlenden hier in Berlin, wir wollen einen Kurswechsel in Europa und dieser Kurswechsel beginnt damit, dass der Austeritätskurs gestoppt wird. Und dieser Kurswechsel geht weiter mit einem ordentlichen Investitionsprogramm in sozial-ökologischen Umbau. Und wir sagen auch, der Kurswechsel in Europa beginnt damit, dass endlich ein Dogma fällt. Bisher gab es ein Dogma und das hieß, wenn immer ein Land Einnahmeschwierigkeiten hatte, wurde bei den Ärmsten und Mittleren gekürzt. Währenddessen die Millionäre ungeschoren davongekommen sind, wir sagen, damit muss Schluss sein.
Wir wollen, dass Millionäre und Banken zur Kasse gebeten werden und die Krankenschwester, Reinigungskräfte, Kinder, Rentner und alle in der Mitte und Arm nicht unter Druck gesetzt werden. Unser Europa soll ein soziales, ein demokratisches, ja ein friedliches Europa sein. Creyera que en el mundo se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mis sonidos, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un destrapero del traidor de los aplausos. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un vino hervido con trapo y lente huela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que quedó, haces hermano de la vida. Si no creyeran que me escucha, si no creyera en lo que duela, si no creyera en lo que queda, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin con trapo y le te vuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Corazón. Ja, ich freue mich auch sehr, dass doch so viele Leute hier gekommen sind, die sich ihren Ausdruck geben wollen für Solidarität mit Syriza, gegen diese schreckliche Austeritätspolitik, vor allen Dingen der deutschen Regierung, der EZB und dergleichen mehr. Pfui, sage ich eben, das geht einfach nicht. Es ist eine soziale, eine humanitäre Katastrophe, wie die Situation in Griechenland ist. Das kann man überhaupt nicht beschönigen.
Und selbst konservative Ökonomen, Ökonominnen sagen, ein Wirtschaftswachstum kann man mit Austeritätspolitik nicht erzielen. Das sollte doch mal allen klar sein. Was heißt das immer mit den Reformen? Und wir müssen wettbewerbsfähig sein. Wettbewerbsfähigkeit, das geht nach unten. Diese niedrigsten Löhne, die niedrigsten Sozialstandards, die niedrigsten Umweltstandards. Wir müssen das auf den Kopf stellen. Wir müssen konkurrieren. Wer hat die kürzeste Arbeitszeit? Wer hat die höchsten Löhne? Wer hat die höchsten Standards? Das sollte unsere Aufgabe sein, damit man endlich mal diesem fürchterlichen Paket nach unten etwas wieder gibt und widersetzt. So geht es nämlich nicht. Und ich muss weinen, wenn ich überlege, dass jeder vierte Grieche, Griechin keine Krankenversicherung hat. Dass die Kindersterblichkeit signifikant nach oben gegangen ist, dass so viele Rentnerinnen und Rentner nicht mehr wissen, wo sie ihre Lebensmittel herkriegen, dass so vielen Leuten der Strom abgestellt worden ist, was jetzt die neue Regierung mit 300 Millionen revidieren will, wenigstens den Ärmsten der Armen, soll der Strom und die nötigste Versorgung gegeben werden. Also wir sind solidarisch mit Syriza, mit Tsipras und hoffen, dass endlich auch mal der Zwangskredit und die Reparationen bezahlt werden. Wir bringen Anträge in den Bundestag ein und ich habe mich dafür immer stark gemacht. Der Zwangskredit ist eine moralische Pflicht. Das müssen wir Deutschen doch mal ganz klar sagen. Das müssen wir zurückzahlen und etliche Gutachten aus dem Völkerrecht belegen das auch. Desgleichen Reparationen. Wir wissen viel zu wenig, wie die Nazis eigentlich in Griechenland in den 40er Jahren gewütet haben. Und das muss auch mal etwas mehr ans Licht gebracht werden. Es müssen Informationen darüber gegeben werden. Neulich mal habe ich mich gefreut, ausnahmsweise in der Süddeutschen stand mal ein langer Artikel über die vielen Massaker, die Nazis in Griechenland gemacht haben, wie viele Tote, dass 100.000 Leute verhungert sind und dergleichen mehr. Das muss uns doch zu denken geben und da müssen wir doch endlich so stehen und unsere Regierung dazu drängen, Reparationen und den Zwangskredit zu bezahlen. Danke. Vielen Dank, Annette. Todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar, está nuestra casa. De cambiar por cambiar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Vielen Dank, Alina. Vielen Dank euch allen, dass ihr so kurzfristig gekommen seid. Qualität ist international. Maria von Podemos. Das, was Syriza in Griechenland schon geschafft hat, erhoffen wir uns natürlich von Podemos dann auch in Spanien. Ich denke, es muss darum gehen, diese Regierungen, egal ob sie sozialdemokratisch oder ob sie konservativ sind, die Neoliberalismus und die Frage von Sparen an den Armen, während die Reichen immer reicher werden, endlich zum Teufel geschickt werden. Maria, schön, dass du da bist. Du hast das Wort. Reinbeißen, ne? Ganz nah ran. Okay. Heute sind wir hier, weil wir Griechenland unterstützen und sagen wollen, dass Griechenland nicht allein ist und wir gegen die Kürzungspolitik und Reformen in Europa sind. Wir wollen äußern, dass diese Sparpolitik vollkommen gescheitert ist. Sie hat nicht dazu gedient, die Schulden zu reduzieren. Ganz im Gegenteil, die Schulden in Griechenland sind heute viel größer als am Anfang der Krise. Die Reformen, die die Troika von Griechenland verlangt hat, haben nicht dazu gedient, um Arbeit zu schaffen. Die Arbeitslosigkeit ist dramatisch gestiegen, vor allem bei den Jugendlichen. Die Kürzungspolitik verarmt die griechische Bevölkerung und vermehrt die Ungleichheit. Man muss auch daran erinnern, dass das Geld und die Kredite der Troika bislang nur an deutsche und französische Großbanken geflossen sind, nicht an die Griechinnen, nicht an die Griechen, nicht an die griechische Wirtschaft, ausschließlich an die deutschen und französischen Banken. Das sogenannte Rettungsprogramm rettet nur die Banken, nicht die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Die deutsche Regierung will den Misserfolg dieser Sparpolitik nicht akzeptieren. Darüber hinaus erpresst sie die neue gewählte griechische Regierung von Syriza. Wir als europäische Bürgerinnen und Bürger fordern nun hier eine Abkehr der bundesdeutschen Politik von Erpressung. Man muss unbedingt diese Kürzungspolitik beenden und sie durch eine andere neue Politik ersetzen, die sich auf das Arbeit- und Wirtschaftswachstum konzentriert. Wir fordern eine wirtschaftliche Politik, die den europäischen Bürgerinnen und Bürgern dient und nicht den Banken und finanziellen Oligarchien. Wir fordern einen Schuldenschnitt für Griechenland. Gehen Sie bitte auf den Gehweg. Wir wollen ein Europa für die Menschen. Wir sind die Steuerzahler mit europäischer Mentalität. Sie sind die Technokraten, die ausschließlich eine privilegierte Elite vertreten. Syriza und die neue griechische Regierung von Tsipras sind eine andere Art von Politikern, die wissen, dass Politik und Wirtschaft zusammen Menschen dienen können und sollen. Darum sind wir heute hier, um zu sagen, dass Griechenland nicht alleine ist, dass wir als europäische Bürgerinnen und Bürger auch da sind, um Tsipras und die griechische Regierung zu unterstützen. Denn es geht nicht nur um Griechenland, sondern um uns, alle europäischen Bürger und Bürgerinnen. Da die Folgen der neoliberalen Bundespolitik auch hier in Deutschland zu betrachten sind. Die Armut in Deutschland ist auf 20% gestiegen, sowie die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Auch andere europäische Länder wie Spanien, Italien, Portugal, Irland befinden sich in einer Lage ähnlich wie Griechenland.
2015 kann das Jahr der Veränderung in Europa sein. Diese Veränderung hat in Griechenland mit Syriza angefangen. Daraufhin geht sie in andere europäische Länder weiter. Wir können diese jetzige Politik in Europa ändern, indem wir ein Europa für die Bürgerinnen und Bürger aufbauen und nicht für die Lobbyisten, nicht für die wirtschaftlichen Oligarchien, wie es heutzutage ist. Wir wollen ein Europa für uns. Und auf diesem Weg der Veränderung wollen wir hier heute Tsipras und die griechische Regierung unterstützen. Vielen Dank. So, vielen Dank, Maria. Also ich freue mich, dass doch so viele heute gekommen sind, obwohl das ja eine ungünstige Zeit ist. Ich bin, wie gesagt, auch wegen der Arbeit zu spät gekommen. Ihr wisst, warum wir alle hier sind. Wir wollen Alexis Tsipras willkommen heißen. Vor 9 Tagen standen die meisten von euch auch vor dem Bundesfinanzamt. Da haben wir unsere Demonstration begonnen. Die war viel größer, das waren fast 1000 Leute. Damals war die Botschaft klar. Wir haben uns empört gegen unseren Finanzminister, den Rambock der europäischen Reaktion, gewandt und haben gesagt, stopp, so nicht weiter. Heute ist unsere Botschaft etwas unklarer, weil vor 9 Tagen hat sich ja der Konflikt auf einem Höhepunkt der Zuspitzung befunden. Schäuble vor allem hat beleidigt und gehauen und geschlagen, wie er nur konnte. Heute haben alle Kreide gefressen. Aber es wird sich jetzt zeigen, ob Merkel sich als Kolonialherrin gebärdet oder als Demokratin. Daran werden wir sie messen. Denn wir wissen ja, nach den neuesten Informationen soll die griechische Regierung bis Mittwoch eine komplette Reformliste mit Preisangaben, mit Kostenangaben vorlegen. Das heißt, sie sollen auf Knien nach Brüssel gekrochen kommen. So wie alle ihre Vorgängerregierungen auf Knie nach Brüssel gekommen sind, um Geld zu betten. Diese Regierung ist aber bisher nicht auf Knien gegangen. Deswegen unterstützen wir sie. Sie haben in der letzten Woche, obwohl die europäischen und die deutschen Politiker es verbieten wollten, Gesetze zur Unterstützung der Ärmsten der Armen beschlossen. Sie sind nicht in die Knie gegangen. Wir sagen, euer Kampf ist unser Kampf. Griechenland ist nicht allein. Wir wissen, dass das kein Kampf ist zwischen der deutschen Regierung und der griechischen Regierung. Es ist ein Kampf zwischen oben und unten in Europa. Es geht darum, ob die europäische Reaktion das, was sie in Griechenland umgesetzt hat, in ganz Europa umsetzen kann. Zerschlagung der Arbeitnehmerrechte, Verarmung der Bevölkerung. Darum geht es. Deswegen sagen wir, könnten alle mal hinter die Transparente gehen, weil die Fotografen sich beschweren, dass man die Transparente nicht sieht. Wer nicht fotografiert, steht bitte hinter den Transparenten. Ihr seid ganz lieb und jetzt geht die Rede weiter. Die griechische Geschichte ist geprägt davon, dass Großmächte entweder mit Gewalt oder mit der Schuldenknute, mit Schuldendruck, den Griechen diktiert haben, welche Politik sie in ihrem Land durchgeführt haben. Das muss ein Ende haben. Das ist ein Skandal. Es ist ein Skandal, dass jetzt die griechische Regierung als Bittsteller nach Deutschland kommt, nach Brüssel kommt, um darum zu betteln, dass sie in ihrem eigenen Land die Reformen umsetzen kann, so wie sie es will. Das darf nicht sein. Deswegen sagen wir, euer Kampf ist unser Kampf. Griechenland ist nicht allein. Es darf nicht sein. Es muss so sein, dass Griechenland entscheidet, welche Politik in Griechenland durchgeführt wird. Und nicht Söder, Kauder oder Merkel. Danke. Eine Regierung, die schafft es, dass es ihr völlig egal ist, dass zwischenzeitlich 50% und mehr der Jugendlichen in Griechenland arbeitslos sind. Wir haben eine Regierung hier in Deutschland, der ist es drecksegal, dass über ein Viertel der Griechinnen und Griechen zwischenzeitlich in Armut leben müssen. Sie nimmt hin, dass die Menschen in Spanien, sie nimmt hin, dass die Menschen in Portugal, in Süditalien immer weiter in die Armut gedrückt werden. Und wir wollen deutlich machen, diese Politik muss beendet werden, weil die Alternative dazu, wenn diese Politik nicht beendet würde, haben wir gestern in Frankreich nachvollziehen können. Wenn die Europäische Union immer weiter arme Menschen an die Wand drückt, wenn sie dafür sorgt, dass die
Migranten ausgespielt werden gegen die Menschen, die länger in einem Land leben, dann werden Parteien wie die Front National immer stärker werden, dann werden Nationalisten national immer stärker werden. Und wir müssen leider feststellen, dass die Bundesregierung dies billigen in Kauf nimmt. Deshalb sind wir hier, wir stehen ein für internationale Solidarität. Wir stehen ein, dass die Politik, die Alexis in Griechenland begonnen hat, endlich auch umgesetzt werden soll. Und deshalb fordern wir von der Bundesregierung Schuldenschnitt und zwar sofort. Noch ein Wort zum Fotografieren. Das. Solidarität hoch die internationale Solidarität hoch die internationale Solidarität. Also bis zum Kanzleramt hat man es nicht rüber gehört, aber das war schon ein guter Anfang. Nur jemand, der für PASOK Wahlkampf hier in Berlin gemacht hat, wenn ich das richtig sehe, Kostas von Terzamondo. Viele unserer Veranstaltungen finden im Terzamondo statt und Kostas wird uns ein paar Worte sagen. Ich finde es schade, dass die Millionen und die Milliarden stärker sind als die Kanonen und die Bomben, die zerstören eine jahrhundertelange Freundschaft zwischen den Griechen und den Deutschen. Und wenn ich sage Jahrhunderte, es ist die europäische Kultur von den Deutschen, von den Griechen sehr, sehr nach oben gebracht. Und heute wird es zerstört und gelogen. Und dieses Land der Griechen, sagt auch der Götter mit der Seele suchen, aber nicht bitte noch einmal mit Zerstörung. Die Griechen in Deutschland, die Neuen, ich bin fast 60 Jahre in diesem Berlin und ich habe erlebt, dass vor 50 Jahren die Gastarbeiter, 55 Jahre genau, sind die griechischen Gastarbeiter hier und die neue Freundschaft, die Zusammenarbeit des fast Analphabeten Griechens in den Fabriken und die Wissenschaftler, die wir hier haben, es gibt von allen Ausländern die meisten Professoren in Deutschland heute noch und Ärzte sind aus Griechenland. So ist das schon. Solidarität! Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hier an diesem Ort Schuldenschnitt und zwar sofort. Internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität!
internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Ich komme. Oh, die internationale. Er muss rein ins Kanzleramt. Ja, alle wieder hinstellen, er geht ins Kanzleramt. Er geht ins Kanzleramt. Die internationale Solidarität. Alle wieder auf dem Gehsteig. Hoch die internationale Solidarität. Passt doch jetzt doppelt, oder? Ja, die Fahne geht auch rüber. Genau. Aber die haben doch was geschrieben. Ach, das ist okay. Da steht nur Griechenland und wenn da die Fahne da drauf ist, hat mich sehr gefreut. Wir wollen das nur überdecken. So, wir lassen die Musik noch mal ausgehen, dann werden wir noch mal gemeinsam rufen. Und dann haben wir ja alles geschafft, was wir heute wollten. Ich hatte 100 Leute angemeldet, Avaaz hatte 25 Leute angemeldet. Wenn ihr hier umschaut, was gekommen ist, ist das das Fünffache. Und ich glaube, da können wir alle stolz sein, dass wir innerhalb von 3 Tagen so viele Menschen auf die Beine gebracht haben, die Solidarität mit den Forderungen Griechenlands zeigen wollen. Wir können auch Musik. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el mundo se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mis sonidos, si no creyera en mis silencios, qué cosa fuera la masa cicatera, un destropero del traidor de los aplausos, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores. ¿Qué esperas?
σήμερα συναντηθήκαμε εδώ μαζί με φίλους Γερμανούς και άλλους ξένους πολλούς να καλωσορίσουμε τον Τσίπρα. Πιστεύουμε ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρει και θα φέρει την Ελλάδα πάλι ψηλά εκεί που ήταν. Servidor de pasado en Copa Nueva, un eternizador de dioses del ocaso, hubiera hervido con trapo y la tehuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera.